Darf mich kurz vorstellen? Ich bin der Türmer hier auf dem Fünfknopfturm. Ich habe darauf zu achten, dass in der Stadt dort unten kein Brand ausbricht. Sollte es trotzdem einmal zu einer Feuersbrunst kommen, so muss ich mit der Feuerglocke die Hilfstruppen alarmieren. Das mache ich nun schon seit vielen hundert Jahren. Ich darf Sie nun zu einer Zeitreise durch 150 Jahre Feuerwehrgeschichte bei der Freiwilligen Feuerwehr Kaufbeuren einladen. Kommen Sie mit mir auf eine Zeitreise durch 150 Jahre Feuerwehrgeschichte in Kaufbeuren. Der unterfertigte Stadtmagistrat beabsichtiget, in hiesiger Stadt ein Steigerchor zur Hilfeleistung bei Feuersbrünsten ins Leben zu rufen und ladet daher alle jene, welche hieran teilnehmen wollen, ein, sich innerhalb der nächsten 14 Tage von heute angerechnet auf der Magistratskanzlei zu melden. Am 7. August 1858 fand die erste Gründungsversammlung im Gasthaus zum Ochsen in der hinteren Gasse statt. Ja, liebe Kameraden, es freut mich sehr, dass so viele Männer auf unseren Aufruf im Wochenblatt zur Gründung eines Steigerchors gemeldet haben. Ja, es war ein harter Kampf bis zum heutigen Tag. Nachdem uns ja vor 2 Jahren die Regierung die Gründung schon verboten hat, ja, möchte ich mich jetzt natürlich ganz besonders bei unserem Magistrat bedanken, durch dessen unvergesslich großen Einsatz das Ganze überhaupt erst möglich gemacht hat. Bravo, herzlichen Dank, ja. Die Geburtsstunde des Steigerchors. Zahlreiche Gründungsmitglieder fanden sich in dieser Gaststätte ein. Und nach vielen Diskussionen und etlichen Litern Bier wurden doch noch die Statuten unterzeichnet. Schütz, wenn Sie sich kurz vorstellen würden. Johann Heidt wurde zum Vorstand, Christian Uhl zum Steigerhauptmann, Fritz Bachschmidt zum Kassier und Friedrich Schütz zum Zeugwart gewählt. Ich danke mich für euer Interesse. Wir treffen uns dann am kommenden Dienstag zur gemeinsamen Turn- und Steigerübung. Prost! Wiedersehen. Drei Hauptmann.
Wie eng turnerische und Feuerwehrinteressen verbunden waren, zeigt der Paragraph 1 der Satzung. Zweck des Vereins ist es, Mitgliedern vermittels Turnübungen die Gewandtheit und Praxis und durch gesellschaftliche Zusammenkünfte die nötige Theorie zur Bildung und Bestand eines Steigerchors zu beschaffen. Im Paragraph 7 heißt es, jedes Mitglied ist verpflichtet, an den Turn- und Steigerübungen pünktlich zu erscheinen. Im Sommer wurde im Tänzelhölzchen und im Winter im Nebenzimmer des Gasthauses zum Ochsen geturnt.